You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schjami hier und willkommen zu einer weiteren Mount Guide. Dieses Mal geht's um den schwarzen Kriegsbären. Den seht ihr einmal hier links für die Seite der Horde und einmal rechts für die Seite der Allianz. Die unterscheiden sich hier ganz ein wenig, sind aber im Prinzip her gleich zu bekommen. Und zwar über den Erfolg, den findet ihr unter Spieler gegen Spieler. Auf Seite der Horde heißt er natürlich für die Horde. Was müssen wir tun? Wir müssen in die Allianz-Hauptstädte einmal nach Danosus, Exodar, Sturmwind sowie Eisenschmiede und dort die Bosse töten. Das gleiche gilt natürlich auch für die Allianz. Da finden wir genau den gleichen Erfolg natürlich auch unter Spieler gegen Spieler. Natürlich heißt er hier aber auch für die Allianz. Und da müssen wir genau das gleiche tun, nur dass wir hier in dem Fall nach Orgrimmar, nach Donnerfels sowie nach Unterstadt und Silbermond müssen und dort die einzelnen Bosse töten. Das ist relativ schwierig, sagen wir mal so, weil ihr wirklich eine Gruppe von, sagen wir, 20 bis besten überhaupt 40 Spielern braucht. Am besten organisiert ihr sowas einfach unter dem organisierte Gruppe Tool. Da findet ihr ja Spieler gegen Spieler und Benutzer definiert. Da könnt ihr sowas immer jederzeit orgen. Vor allem irgendwie samstags, sonntags, wenn extrem viel los ist, gerade auf den Servern, dann findet ihr eigentlich öfters Gruppen, die sowas hier organisieren. Das Problem ist, manche der Erfolge sind ein bisschen verbuggt. Wir haben es selber hier, man sieht es gerade im Livestream gemacht. Und manche Leute kriegen einfach die Bosse nicht angerechnet. Und das, obwohl sie erstens attackiert haben, zweitens klar dabei waren im Kampf. Und ja, ist leider schade, aber naja, da muss man sich vielleicht eventuell nochmal eine neue Gruppe suchen dann. Das ist ein bisschen problematisch. Was noch problematisch ist, es können wirklich nur maximal 40 Leute mitgehen. Sollte einer dabei sein, der nicht im Schlachtzug ist und außerhalb der Gruppe ist und den Boss vorher attackiert, dann ist für den kompletten Schlachtzug der Boss einfach ausgegraut und ihr kriegt auch erst gar nicht den Erfolg. Das heißt, wirklich aufpassen, dass ihr hier nur 40 Leute mitnimmt und dass nicht irgendwo einer durch die Gegend stealtht und hier irgendwie den Boss noch vor euch antaggt und keiner von euch Credit kriegt und nur er. Das sollte natürlich nicht passieren. Im Allgemeinen muss man sagen, bei uns war allianzmäßig kein Widerstand da. Wir haben das Ganze im 24-Stunden-Livestream an Weihnachten gemacht. Das heißt, dementsprechend war wirklich in Weihnachtszeit fast keiner online. Das heißt, dementsprechend hatten wir hier extrem leichtes Spiel. Solltet ihr es zu einer der Hauptzeiten machen, dann müsst ihr wirklich zumindest in den größeren Städten, sagen wir wie Sturmwind oder Eisenschmiede für die Seite der Allianz oder für die Seite der Horde, wenn ihr da rein müsst, müsst ihr wirklich aktiv Leute abstellen, die vielleicht den ein oder anderen Allianz-Spieler natürlich abfangen. Kommt natürlich auch darauf an, auf was für einem Server ihr spielt. Für Seite der Allianz, wenn ihr in die Hauptstädte wie Orgrimmar reingeht, ja, bei Horde ist es eigentlich wirklich nur Orgrimmar, wo ihr wirklich Leute findet, die Widerstand leisten könnten. Da braucht ihr aktiv Leute, die euch dabei helfen, dass ihr das Ganze abwehrt. Die Bosse an sich, also für die Seite der Horde, wo wir drinnen waren, die Bosse an sich haben nicht wirklich eine Mechanik, sie haben einfach nur verdammt viel Leben. Es soll ja darum gehen, dass andere Spieler, also Spieler der gegnerischen Fraktion, das Ganze verteidigen. In unserem Fall, wie gesagt, war nicht wirklich viel da, aber das ist eigentlich der ganze Sinn dahinter. Das heißt, die Bosse haben hier nicht wirklich Mechaniken, wo sie euch einfach one-hitten oder sonst was. Solltet ihr das zu einem späteren Zeitpunkt von einem Add-on machen, zum Ende hin von einem Add-on ist es immer so, dass wenn es kurz davor ist, dass ein nächstes Add-on erscheint, also eine nächste Erweiterung für World of Warcraft, dann werden im letzten Patch die Bosse immer schon auf die nächsthöhere Stufe gebalanced. Das heißt, sagen wir, es geht nach Legion weiter auf Stufe 120, dann sind auch zum letzten Patch von Legion diese Bosse auf 120 gebalanced und werden damit eigentlich fast unmöglich, diese zu legen. Das war bisher zumindest immer so und ich gehe auch mal darauf aus, dass es auch später so sein wird. Das heißt, macht ihr das gerade zu Legion, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, dass ihr das gleich mal holt. Wie gesagt, das Ganze ist relativ einfach, benutzt am besten das Suche nach Gruppe Tool, das findet ihr rechts unten in eurem Interface, könnt ihr organisierte Gruppen erstellen und könnt euch da selber einfach eine Gruppe zusammenbauen. Ich werde das natürlich auch irgendwann mal wieder im Livestream organisieren, das heißt, macht einfach oder stellt einfach sicher, dass ihr mir folgt auf twitch.tv/yummy. Dort könnt ihr dann jederzeit mal reinschauen. Wir sind hier gerade noch beim letzten Boss und hiermit auch nochmal danke an alle, die natürlich mitgemacht haben, damit ich das auch aufnehmen konnte. Ich meine, einerseits für mich gut, dass ich es aufnehmen konnte, einerseits für euch gut natürlich, dass die meisten das Mount bekommen haben. Ich glaube, 4 oder 5 Leute waren wirklich dabei, die keinen Credit dann bekommen haben für diese Bosse. Das heißt, wirklich blöd einerseits, aber andererseits, wir machen das bestimmt irgendwann noch einmal im Livestream. Da wird sich für den einen oder anderen natürlich sicher nochmal die Chance ergeben, dass er da mitkommen kann.
Und dementsprechend haben wir alle vier Bosse besiegt, haben das Mount geholt. Und hier nochmal zum Abschluss zu sehen, nochmal auf Seite der Horde haben hier einige Leute mit dem Mount ausgestattet. Und ja, das war's mit der Mount Guide. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch geholfen und gefallen hat. Wenn ja, ein Däumchen nach oben. Solltet ihr noch Fragen haben, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr, auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung, vor allem der Link für Twitch. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.